wirklich viel los die Woche. Und wir sehen es auch hier, zu unseren Füßen liegen die wichtigsten oder für Sie wichtigsten oder interessantesten oder schrägsten Momente dieser Woche. Wir haben auch noch die aktuellen Tageszeitungen auch hier, die werde ich dann mal herausholen. Aber Anita, vielleicht sucht die. Ja, ich habe schon das erste gesehen. Wir sparen so wenig wie nie. Ja, es ist kein Wunder, dass man nichts mehr sparen, oder? Wenn man was spart, ich habe letztens wieder lachen müssen, wie viel man kriegt. 0,0625%. Ja, Wahnsinn, ja. 0,0625, das ist großartig, ja. Was kauft man sich davon? Eine Betonbank. Das wird sich nicht ausgehen, oder so eine Parkbank, das kann ja ewig sparen. Hast du ein Sparbuch? Nein, ein Sparbuch habe ich kein. Hast du keins mehr? Bausparer? Auch nicht mehr. Bausparer ist dasselbe, ja? 18 Euro im Jahr, der Mann. Ich habe ihn noch aus rein nostalgischen Gründen. Wirklich? Ja, weil irgendwie, man hat halt. Das ist sowas, das haben meine Eltern mir gesagt, man hat einen Hausbau. Ich habe lange geglaubt, ich werde auch mal ein Haus bauen. Mache ich natürlich nicht, aber ich habe nach wie vor einen Bausparer. Aber du musst aufpassen, alte Bausparer wurden jetzt gekündigt. Also nicht die Alten, also nicht Alte, sondern Leute, die lange schon einen Bausparvertrag hatten, wurden diese Woche gekündigt. Weil es einfach nicht mehr sich rendiert für die Banken. Das ist interessant. Ja? Naja, also muss man sich andere Sparformen überlegen. Vielleicht wieder zurück zum Sparstrumpf. Ja? Strümpfe kaufen als Sparanlage. Oder man leistet sich eine kleine Briefkastenfirma irgendwo. Das könnte man auch aufziehen. Ja. Das muss ich denken, meine Güte, schauen wir mal, wo sich sowas auszahlt. Ja, aber das ist natürlich, so eine Briefkastenfirma müsste man natürlich. In Panama, ja, da ist jetzt schon ein bisschen überbevölkert. Naja, Pencing wäre interessant. Nach Panama kommen die Pencing Papers. Schauen wir, was rauskommt. Ich finde es eine großartige Idee, dass wir uns in der Bücherei treffen. Fällt's nicht auf. Komm, wir treffen uns da drüben bei den englischen Romanen. Welche sind das? Die englischen Romane! Ja, das kannst du ja nicht lesen, ich kann kein Englisch. Du musst nicht lesen können, du musst nur dort stehen. Da ist einfach nur bei der Verborgenen, das beim verborgenen Leben der Pflanze stehen. Okay, bitte, dann bleiben wir halt beim verborgenen Leben der Pflanze stehen. So, also hast du es klar gemacht? Also, ich habe nicht genau gewusst, wie es anfangen sollte. Zuerst bin ich mal aufs Postamt gegangen, hab gesagt, ob ich einen Briefkasten haben kann. Dann haben sie gesagt, das muss die Hausverwaltung machen. Das war mir nicht so einfach, die Hausverwaltung ist nur am Dienstag und am Donnerstag da. Dann frag doch per Mail, ob wir den Briefkasten bei uns in der Siedlung aufhängen können. Unsere Hausverwaltung hat noch kein Mail. Da geht's nur über Fax und Telefon. Und dann faxt ihnen halt die Frage, ob wir den Briefkasten bei uns, bei mir am besten, bei der Zweierstiege aufhängen können. Aber es geht nur am Dienstag und am Donnerstag. Meine Güte, dann gehst halt am Dienstag hin. Ja, also am Dienstag haben wir immer am Nachmittag Schachclub. Du wirst doch einmal den Schach. Es geht um unser Geld, Ursula. Du sei nicht so kindisch, du kannst doch nicht den Schachclub sausen lassen. Oder schon? Entschuldige, lass ihn sausen. Warum muss überhaupt ich das machen? Weil du das unauffälligere Gesicht hast von uns beiden. Ich schaue schon verdächtig aus. Kannst du dich erinnern, das letzte Mal, wie ich beim Biller fast was mitgenommen habe? Da haben sie mich auch gleich erwischt, ja? Ich schaue unauffälliger aus. Du hast so ein unauffälliges Gesicht. Ich schaue schon aus, schon so, als hätte ich was im Schilde, auch wenn ich nichts im Schilde habe, verstehst? Was heißt das? Du schaust extravagant schön aus. Nein, das meine ich. Wir dürfen uns nicht streiten. Das war das Gebot Nummer 1 im Handbuch gestanden. Die Geschäftspartner dürfen nicht streiten. Wir hören sofort auf zu streiten. Weil wenn wir streiten, fliegen wir auf, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich reg mich so auf. Bei der Bücherei gibt es ein Handbuch für Briefkastenfirmen. Das habe ich im Internet bestellt, aber das dürfen wir da nicht so laut sagen. Weißt du, auf Dings, auf Amazon habe ich es bestellt, wie man eine Briefkastenfirma gründet. Ich bin auf Seite 3, ich bin schon voll informiert. Aber du hast es gelesen, ich nicht. Ich bin immer noch bei dem verborgenen Leben ja, der Pflanze. Lass dich einfach durch mich leiten. Sei leid, lass dich einmal führen. Ich bin die Führungspersönlichkeit. Du bist die Arbeiterin, verstehst? Das muss sofort ausgemacht sein, wer was macht. Ich bin die Chefin und du machst es und keine Diskussion. Ich bin unauffällig und ich bin die Arbeiterin. Das sicher. Das ist immer so. Die Auffälligen sagen an und die Unauffälligen hakeln und halten die Kosten. Es passiert so wahnsinnig viel und man kann nicht alles so sich genau durchdenken und im Grunde genommen muss man gar nicht alles gelesen haben und nicht alles verstanden haben und nicht alles verarbeitet haben. Oder? Bin ich voll bei dir. Nein, man muss Sachen einfach im Raum.
Raum stehen lassen wurde. Man muss locker damit umgehen und dann sagen, ja, ist gewesen, aber es ist nicht so viel passiert. Und ja, schön langsam werden wir uns deswegen auch dem Ende nähern. Ja, weil wir sagen, ja, wir können sowieso nicht alles hier besprechen. Wir waren auf jeden Fall sehr froh, dass unsere Pianistin bei uns war, Katrin Weber. Nach Hause gehen, einfach sie denken, ach ja, ich nehme nicht alles so ernst und vergessen sie dabei eines eben nicht. Ja, nimm das alles nicht so schwer, wir bieten gleich.